Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mit euch zusammen ein paar alte Bilder angucken. Nägel, die ich wirklich ganz am Anfang gemacht habe und Nägel bis heute sozusagen. Also wir gehen einfach ein paar Bilder zusammen durch, sprechen darüber, was damals so gemacht wurde und was nicht, wie ich damals auch gearbeitet habe. Und dann seht ihr auch die Fehler und dieses Video soll eigentlich auch den Anfängern ein bisschen Mut machen. Ich glaube, ich habe auch so ein ähnliches Video schon, damit ihr einfach seht, dass das halt ganz normal ist, dass meine Nägel damals auch so aussahen und dass es da Schwierigkeiten gab. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar und ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Fotos und Aufnahmen. Dann reden wir jetzt mal über das erste Bild. Das waren vielleicht meine zweiten, dritten Nägel. Und jetzt würden einige sagen, Mensch, die sehen doch gar nicht so schlecht aus. Einmal kurz zur Geschichte. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Nägel zu machen, gab es noch keine Covergele. Jeder hat French getragen, es wurden Squares getragen und die Nägel waren auch nicht sonderlich lang. So richtige Überlängen hat man da sehr, sehr selten damals gesehen. Die Ränder sind gar nicht mal schlecht gearbeitet, also wirklich relativ sauber. Aber die Nägel, Leute, die waren mega, mega dünn. Also würdet ihr die jetzt aus allen Perspektiven sehen, die waren mega dünn. Die Spitzen sind mir ständig abgebrochen, die Seitenlinien waren verfeilt, kein Apex vorhanden. Ich habe ohne Covergel gearbeitet und ja, alles in allem haben die Nägel auch nicht gut gehalten. Mir sind einfach ständig die Spitzen abgebrochen. Und damals war ich bei SchülerVZ und in diversen Gruppen drin. Und da habe ich auch immer das Feedback bekommen, deine Nägel sind zu platt, du hast keinen richtigen Aufbau drin. Und daraufhin habe ich wirklich explizit versucht, den Aufbau zu üben. Und wie das dann ausgesehen hat, das seht ihr jetzt. So, ihr seht, die Nägel sind richtig, richtig dick. Hier sollte es so ein getupftes French sein, das habe ich damals irgendwo gesehen. Stempeln war damals ganz großes Kino, aber dadurch, dass man ja auch keine Covergele hatte, musste man das French immer sehr weit runterziehen. Und wenn man dann eine gewisse Länge haben wollte, sah das einfach extrem dick aus. Und jetzt schaut euch den Daumennagel an. Ja, da ist eine Zielkurve drin, aber die waren so, so dick. Und ich habe die damals meiner Mutter gezeigt und sie hat auch nur gesagt, boah, die sind doch voll dick. Und ich so, nee, nee, das muss so, da muss eine Zielkurve rein, da muss ein Aufbau rein, damit es richtig hält. Ich war zu jedem Zeitpunkt immer mega stolz auf meine Nägel, aber im Nachgang sieht man natürlich, ja, dass das nicht gut gearbeitet war. Die Seitenlinien waren eben trotzdem verfeilt und Leute, diese Handhaltung beim Fotografieren werdet ihr bei mir bei ganz vielen Bildern sehen. Einfach schrecklich. Bitte macht nicht solche Handhaltungen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Dann kommen wir zum nächsten Bild. Das war damals eins meiner absoluten Lieblingsdesigns. Ich habe das so oft gearbeitet, auch hier immer noch kein Cover. Ich habe versucht, dünner zu arbeiten, aber jetzt schaut euch mal den Daumennagel an. Auch da wieder kein Apex, die Seitenlinien verfeilt und mir sind einfach ständig die Spitzen damals abgebrochen. Und auch hier wieder das French sehr weit runtergezogen, damit es nicht so schnell rauswächst. Einfach nur mit klarem Gel gearbeitet, aber diese Designs habe ich damals geliebt. Halt French und da drauf gestempelt und wir haben mit Pailletten gearbeitet. Jede einzelne Paillette musste geklebt werden, Leute. Das hat richtig, richtig lange gedauert. Aber auf diese Nägel haben mich so viele in der Schule angesprochen, weil sie die einfach so schön fanden und ich habe das auch an Freundinnen öfter gemacht. Also der Trend, meine Lieblingsstamping-Schablone und Pailletten. Ich hatte Pailletten in allen Farben, aber der Aufbau hatte auch noch nicht gestimmt. Und wenn man vorne in die Nägel reingeguckt hat, waren die absolut platt. Und die sind mir einfach ständig gar nicht an den Rändern abgegangen, sondern wirklich die Spitze ist mir immer abgesprungen, weil die einfach zu platt waren. Und zu guter Letzt noch eine Modellage, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Ich möchte euch mit diesem Video auch einfach Mut machen, dass jeder klein anfängt, dass das am Anfang noch nicht klappt. Selbst wenn du vielleicht eine Schulung machst oder dir auch viele Anleitungen anguckst, die es früher nicht gab, zu der Zeit, wo ich angefangen habe. Trotzdem braucht man einfach Zeit, um das richtig umzusetzen und richtig zu üben. Und wenn man dranbleibt, klappt das irgendwann, dass die Nägel halten, dass die Form schön sind. Und ja, dass die einfach immer besser werden und dass man sich eventuell auch eine Selbstständigkeit damit aufbauen kann. Also unbedingt dranbleiben. Bei jedem Profi sahen die Nägel am Anfang auch mal nicht gut aus und sie haben auch nicht gut gehalten und die Statik hat nicht gestimmt. Also einfach mein Appell an euch, einfach dranbleiben, weiter üben und dann werdet ihr mit der Zeit immer besser. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!